Wir sitzen heute hier im Sportpark-Ronhof Thomas Sommer. Neben mir Martin Meichelbeck, ehemaliger Fußballprofi, Sportpsychologe und aktuell tätig bei der Spielvereinigung Greuther Fürth als Direktor Medizin, Sportpsychologie, Sportwissenschaften und Innovation. Martin Meichelbeck, die Spielvereinigung Greuther Fürth, die hat schon seit einigen Monaten die Gerätschaften von H-Preis International im Einsatz. Wie hat denn H-Preis International Ihr Interesse geweckt? Ja, also für uns geht es natürlich auch immer darum, auch zu gucken, okay, wie können wir die Regeneration unserer Spieler verbessern, wie können wir halt auch an sich das Ernährungsverhalten auch unserer Spieler verbessern. Und da spielt natürlich Wasser eine große Rolle. Und wir sind dann in Kontakt getreten über einen sehr wichtigen Menschen auch für unseren Verein, der auch mit Preis International da in Kontakt steht, mit dem Herrn Fritsch. Und der hat dann uns das auch schmackhaft gemacht und wir haben dann die Leute von Preis dann auch eingeladen und haben dann wirklich gemerkt, oh, das ist ein Produkt, was uns wirklich weiterhelfen kann. Und dann haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Sie haben es schon angesprochen, was war denn aber dann das Ausschlaggebende, dass man sich für die Geräte entschieden hat von H-Preis International, diese eben hier bei der Spielvereinigung einzubauen, die unterschiedlichen Bereiche der Spielvereinigung damit auszustatten. Ja, weshalb hat sich der Verein für diesen Schritt entschieden? Ja, also es ging letztendlich darum, dass wir da, wie gesagt, Thema Regeneration verbessern, dass wir Ernährungsverhalten verbessern. Und wir haben dann diese verschiedenen Dinge auch ausprobiert anhand auch einer Studie, die wir dann auch mit Preis gemacht haben. Das war so eine bioenergetische Studie auch, um zu gucken, okay, wie verändert sich die Gesundheit, das Regenerationsverhalten, auch der Stressindex. Da haben dann auch unsere Profispieler dann auch mitgemacht, waren da sehr kooperativ. Und die Ergebnisse haben uns dann auch wirklich gezeigt, dass dieses klare, weiche, wirklich voluminöse Wasser uns halt wirklich auch hilft. Und die Rückmeldung war sehr gut. Und deswegen haben wir für uns gesagt, okay, diese Anlage, die installieren wir bei uns im Verein und haben das dann auch ins Catering rein, haben es bei uns sogar in das Rasensprenganlageset auch mit rein, haben es in den Nachwuchsleistungsbereich mit rein und natürlich im Profbereich haben da verschiedene Anlagen auch mit installiert. Und die Rückmeldung aller Mitarbeiter ist sehr gut und deswegen zeigt es uns, dass wir da eine sehr gute Wahl und auch eine sehr gute Entscheidung getroffen haben und können, wie gesagt, das Produkt eigentlich nur empfehlen. Man denkt ja immer so, Wasser ist Wasser, aber nee, es ist ein energetisch aufbereitetes Wasser, es ist ein aktiviertes Wasser. Und wenn man mit dem Wasser in Kontakt kommt, bekommen auch alle Nahrungsmittel auch nochmal einen ganz anderen Geschmack auch. Es schmeckt sehr weich und wie gesagt, man fühlt sich danach einfach besser. Und deswegen haben wir das gemacht und wir sind überzeugt von dem Produkt auch. Ja. Sie haben schon angesprochen, aber nochmal genauer, in welchen Bereichen und Einsatzgebieten kommt denn das Wasser genau zum Einsatz? Also sogar Sprenkelanlagen wurden? Genau, also im Rasensprengen beispielsweise. Und dann die Greenkeeper, die freuen sich drüber. Man sieht es dann auch am Rasen, ist dann auch ein bisschen grüner. Man sieht es dann auch an den Nahrungsmitteln, wenn die damit gewaschen werden. Die schmecken dann einfach wieder besser, sind frei von diesen ganzen Giftstoffen und von diesen ganzen Fremdstoffen dann auch. Wir haben es jetzt im Profibereich genutzt zu sämtlichen Zubereitungen von Energy Drinks. Wir trinken das Wasser auch ganz rein. Also wir nutzen es in vielfacher Hinsicht auch. Das Catering nutzt es zum Beispiel sogar für seine Spülmaschinen. Und wie gesagt, mit diesem System, was uns Preis International angeboten hat, fahren wir da einen sehr guten Weg. Welche Idee stand denn dahinter, sich genauer jetzt mit dieser Thematik zu befassen? Ja, Profifußball ist ja eine sehr detaillierte Arbeit und nachdem ja Wasser, was ja wirklich einen Großteil des Körpers ja auch ausmacht, ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist und wirklich auch die Quelle des Lebens auch ist, haben wir uns einfach mal diesem zentralen Punkt halt gewidmet. Und durch die vielen Gespräche, die wir hatten und auch durch die vielen Untersuchungen, die wir auch zusammen vollzogen haben, haben wir gemerkt, okay, für den Profifußball kann es ein wichtiger Baustein sein. Neben Martin Meichelbeck sitzt jetzt auch Daniel Steininger, aktueller Lizenzspieler der Spielvereinigung Greuther Fürth bei mir. Ja, Profifußballer, die müssen ja sehr auf die Ernährung achten. Da spielt das Thema Wasser natürlich auch eine wichtige Rolle. Herr Steininger, haben Sie sich schon näher mit dem Thema Wasser befasst? Also wie Sie ja schon gesagt haben, als Profisportler ist es sehr, sehr wichtig, auf die Ernährung zu achten. Und Wasser ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor in der Ernährung. Aber welche Auswirkungen jetzt genau dieses Wasser oder wie es von Herr Preis vorgeschlagen ist, was wie jetzt eine bessere Struktur oder eine bessere Qualität oder Energie jetzt hervorruft, darüber habe ich mir jetzt eigentlich noch nicht so die Gedanken gemacht. Herr Steininger, haben Sie aus Sicht des Sportlers schon Veränderungen, Verbesserungen durch das Wasser kennengelernt, gemerkt? Also ich kann ja als Profisportler sagen, dass wir ein sehr gutes Körpergefühl haben und ich bin schon der Meinung, dass sich
dieses Duschwasser, das wir jetzt installiert bekommen haben, dass sich das einfach weicher und vitalisierender anfühlt. Außerdem trinke ich das Wasser auch sehr, sehr gerne nach dem Training, vor dem Training. Ich mache mir damit meinen Kaffee, ich wasche damit mein Obst. Und alles in allem habe ich eigentlich schon einen sehr, sehr positiven Eindruck von dem Wasser. Welche Verbesserungen, Veränderungen versprechen Sie sich, Herr Meichelbeck, von diesem Wechsel? Natürlich, wir sind im Leistungsfußball, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Und natürlich hoffe ich, dass wir mit dem Baustein Wasser einfach eine konstante Leistungsfähigkeit einfach auch haben. Und das natürlich auf allen Ebenen des Vereins. Das ist letztendlich das Ziel dabei. Es geht um Stabilität, es geht um Optimierung. Und der Baustein Wasser kann uns dabei helfen. Super, vielen Dank, Herr Meichelbeck.